Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gran Turismo 4. Mann, ich sag immer 4. Ne, 3 ist das. Genau, 3. Ja, heute geht's weiter. Oh Wunder, sind nicht mehr so viele Strecken. Das sind jetzt noch 9 Strecken, die wir fahren müssen. Cool. Fangen wir dann los. Ich glaube, wir werden heute mit Bereich E dann auch sogar fertig. Und let's go! Ich habe es wieder vergessen. Wir fahren jetzt, glaube ich, ja, genau. Special Stage Route 5 rückwärts. Zu der Strecke habe ich ja auch eigentlich alles gesagt. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Ja, genau. Ich wollte ja hier A-Klasse nachschauen, ob wir eventuell ein neues Fahrzeug freigeschaltet haben. Oh, ja. Nissan Z-Concept sind wir noch gar nicht gefahren. Komm, machen wir mal. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Ich weiß nicht, welche Gegner jetzt kommen. Mein Rennen mit Nissan Z-Concept haben wir auch noch so lange nicht mehr gemacht. Also sind wir auch gar nicht gefahren, deswegen haben wir es lange nicht mehr gemacht. Wir haben es gar nicht gemacht, ganz einfach. Und es ist ja auch wirklich ein Konzeptauto. Es ist nicht offiziell Nissan 350Z, sondern zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rauskam, 2001, war das noch ein Konzeptauto. Aber das sieht eigentlich 1:1 fast aus wie das Originalauto. Die Rückspiegel sehen ein bisschen anders aus und vorne, ja, kann ich leider nicht viel erkennen. Die Frontscheinwerfer, die blenden, überblenden alles. Und die Gegner, ja, die passen eigentlich zu uns, ja. Oh, da ist das Mazda X8, das sieht wirklich aus. Habe ich ja, ich habe die Folge ja, die Folge, mit der wir mit Mazda X8 gefahren sind, habe ich ja auch genannt, eine gruselige Meisterschaft, weil ich finde die Rückleuchter vom RX8 auch ziemlich creepy, aber auch da ist ein Konzeptauto, kein RX. Okay, heißt glaube ich zwar RX8, aber das steht doch dahinter noch Konzept wahrscheinlich oder so ähnlich. Ja, und Nissan 350Z fährt sich solide, ist angenehm zu fahren auf jeden Fall. Schön, dass wir das Auto auch mal fahren. Und ja, leider sind wir auch wieder zu schnell hier. Ja, wir könnten eigentlich auch vielleicht professional Schwierigkeiten nehmen. Da müssen wir die L1 und R1-Taste gedrückt halten, damit wir das aktivieren. Aber da müssen wir dann 10 Runden fahren. Das können wir vielleicht in irgendeinem Rennen mal machen, aber nicht jetzt. Ich möchte ja wirklich alles zeigen hier in Gran Turismo 3. Oder allgemein in allen Teilen. So viel wie möglich. Deswegen haben wir auch die Höchstgeschwindigkeitstests gemacht in einem Livestream. Wir haben... Eine Sache, was wir noch nicht gemacht haben, fällt mir gerade so ein. Man kann ja von der Garage, also wenn wir jetzt im Gran Turismo-Modus sind, ne, und da unsere Garage betreten, wir können von unserer Garage aus Testfahrten machen. Das haben wir nicht gemacht. Aber, ja, was, das ist jetzt auch nichts ultra Spannendes. Also das ist jetzt nicht, was ich unbedingt euch zeigen möchte. Also so nebenbei vielleicht so, aber jetzt extra hier diesen Modus hier gleich verlassen, um das einmal euch zu zeigen, ist glaube ich uninteressant. Das möchte glaube ich keiner sehen. Wir können aber uns vielleicht auch noch hier die Menüs uns anschauen. Was wir noch alles machen können, weil ich habe da total vergessen, hier gibt es, man kann sozusagen bei Gran Turismo 3 online spielen. In Anführungszeichen online, und zwar LAN. Und das eigentlich auch nicht LAN, sondern da gibt es extra ein Kabel für die fette Konsole, die heißt glaube ich E-Link oder D-Link. Das können wir gleich nochmal in der Hauptmenü hier sehen, wenn wir das Rennen beendet haben. Und über dieses Kabel kann man mit einer anderen Konsole verbinden. Und man spielt dann sozusagen LAN. Das ist aber nicht direkt LAN, sondern ja, LAN ist ja trotzdem über ein Netzwerk. Und das ist ja eine Direktverbindung, also kann man es jetzt auch nicht LAN nennen, aber so ungefähr wird das glaube ich gearbeitet. Aber es gibt glaube ich auch einen LAN-Modus hier. Das können wir uns aber wie gesagt anschauen, und über LAN kann man dann halt mit 6 Konsolen auch dann zu 6 online spielen. Das ist also in Anführungszeichen ne, natürlich. An sich eine wirklich feine Idee, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch viele zu der Zeit, also 2001, 2002 auch viele LAN-Partys gab. So auch richtige Veranstaltungen, und dass man auch so dann gegeneinander halt online gespielt hat. Das einzige Problem, ne, wie immer. Nur 6 Autos auf einer Strecke ist so das Problem leider hier ab von 1 bis 4 die Gran Turismo Teile. Ab 5, 16 Autos, da haben auch die Online-Rennen auch Gaudi gemacht mit 16 Autos. Aber da waren die Online-Lobbys auch recht instabil, weiß ich noch, bei 5 und 6. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht zu viel über Gran Turismo 5 reden, weil wir spielen ja Gran Turismo 3, ne? Die Zahl 3.
ne, wie der Hoche, ne, wie der, wie heißt der, Super Richie, ne, nicht Super Richie. Da gibt's so ein TV Total Nippel, also das heißt Nippel von TV Total, immer das, was der Stefan Raab ja drückt, wenn er was Lustiges zeigen möchte, so dude. Und da gibt's ja die eine Stelle, wo der Moderator sagt, alle dry zusammen. Wie komme ich auf, warum erzähle ich das euch? Keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie so spontan einfach gekommen, dass ich das euch erzählen möchte. Ich möchte einfach alles sagen, was ich gerade so denke, und das ist halt so. Ich denke halt sehr, sehr viel, aber auch sehr, sehr viel Schrottiges. Und meine Nase ist wieder ganz leicht verstopft, ne? Na übrigens, nochmal kurz zu der Strecke. Ich finde auch hier die Vorwärtsvariante besser. Ist flüssiger zu fahren, man merkt auch, vorwärts wurde es eigentlich optimiert und nicht rückwärts. Wollte ich nochmal kurz so sagen, ne? Deswegen hier 0,5 Punkte Abzug, wie bei Deep Forest. Also statt 7 Punkte hat die Strecke dann 6,5 Punkte. Wollte ich nochmal so kurz Bescheid sagen. Ich bin generell kein Fan von sowas, wenn man hier vorwärts, sowohl vorwärts als rückwärts fährt, auf einer Strecke. Und das ist vor allem bei Codemaster-Spiele extrem schlimm, ne? Bei Grid fährst du jede Strecke kannst du die auch rückwärts fahren. Und das ist sogar bei Realstrecken, zum Beispiel Donington, Nürburgring. Zum Glück gab es bei keinem Codemaster-Spiel die Nordschleife. Ich kann mir sogar vorstellen, die würden sogar die Nordschleife rückwärts befahren lassen. Ist an sich eigentlich eine coole Idee, aber das Problem ist, da gibt es so viele Rennevents bei Crit zum Beispiel, bei den allerersten Crit von 2008, da gibt es so viele Rennevents, wo du auch rückwärts fährst. Also wenn man es nur einmal macht, okay, aber da übertreiben die das so. Genauso krass wie hier die Teststrecke in Gran Turismo 3. Die Teststrecke fährt man auf so viele Meisterschaften. Oh, Entschuldigung, so oft so viele Meisterschaften, ey. Das ist einfach unglaublich. Das ist echt, da muss ich fast kotzen deswegen. Wow. Okay, Entschuldigung. Aber zum Glück fährt man hier die Teststrecke nicht rückwärts. Und was ich auch cool finde an Gran Turismo, man fährt nicht die Realstrecken rückwärts. Also zum Beispiel Laguna Seca ist eine reale Strecke. Die fährt man zum Glück nicht rückwärts. Und das ist eine gute Sache. Die Realstrecken rückwärts zu fahren ist okay. Ja, die Strecken existieren ja so nicht. Aber real bitte nicht. Codemasters. Ich kann mir sogar vorstellen, die haben sogar überlegt, die F1-Spiele, die werden auch von Codemasters entwickelt, die F1-Spiele, wahrscheinlich haben die auch überlegt, dass die da sogar die Rennen, dass man sogar die Rennen da rückwärts fahren kann. Aber da hat wahrscheinlich dann die Formel 1 gesagt, also die echte Formel 1 gesagt, nee, so nicht, Jungs. Ne? Und deswegen wahrscheinlich, das ist exakt so passiert, glaubt mir. Ne? Ich rede zwar viel Bullshit, aber da bin ich mir zu 99% sicher, Codemasters wollte wirklich, dass man F1 spielen, rückwärts fährt und die Formel 1 sagt, nö. Richtig so. Danke, Formel 1. Danke, da hat die Formel 1 mal was Gutes getan, ne? Man merkt gerade, dass ich ein bisschen rage wieder, weil ich einfach total angepisst bin wegen sowas, ne? Damit die auch dann sagen können, ja, guck mal, unser Spiel, wir haben 80 Strecken, aber davon sind 40 Strecken, wo du rückwärts fährst. Ja, nice! Oh, ja, gut. Das wird wieder, glaube ich, so eine legendäre Folge, wo ich mich ein bisschen hier auskotze, aber jetzt genug geredet, das Rennen ist jetzt auch gleich zu Ende. Was fahren wir als nächstes? Habe ich wieder vergessen. Ah, doch, Monaco, ja, stimmt, da war ja was. Ja, über Monaco können wir ja auch gleich gut reden. Ich habe auch das Gefühl, wir können Monaco auch sogar mit einem F1-Auto fahren, ne? Ich meine, Monaco ist eigentlich eine typische Formel-1-Strecke, ne? Ich glaube, das ist die einzige Meisterschaft, die Monaco halt normal fährt, also die kein Open-Wheeler ist, also die Meisterschaft jetzt, ist Porsche Cup. Ich glaube, da fährt nur Porsche Cup und sonst sind dann Open-Wheeler unterwegs. Also ist das wirklich eine richtige Hardcore-Formel-1-Strecke. Und Monaco, da wird nur einmal im Jahr gefeiert. Also eigentlich zweimal, weil da gibt es ja noch vor der großen Preis von Monaco gibt es ja eine zwei Wochen vorher noch so Classic-Rennen, auch mit Open-Wheeler. Ach nee, wir fahren Seattle Circuit. Ah, okay, habe ich total vergessen. Ja, bei Seattle Circuit habe ich ja auch die ganze Zeit schon gesprochen, also ja, nichts Besonderes eigentlich. Ja, komm, wir nehmen mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ich weiß, ich sollte auch eigentlich mit A-Klasse und mit B-Klasse fahren, aber nee, kein Bock. Wo bin ich jetzt immer stehen geblieben? Ich habe so viel geredet wieder.
dass ich keine Ahnung habe, worüber, also jetzt vergessen habe, worüber ich reden wollte eigentlich. Ist auch jetzt egal, wir fahren jetzt Seattle Circuit. Seattle Circuit, habe ich auch schon gesagt, nicht so ein Riesenfan eigentlich. Also ich glaube, die Strecke hat auch von mir eine 6,5er Bewertung bekommen, ja. Und rückwärts finde ich die Strecke auch wieder, so wie eigentlich sonst, also wie schon die ganze Zeit, finde ich auch ein bisschen blöder zu fahren als vorwärts. Deswegen hier auch 0,5 Punkte Abzug, 6 Punkte also. Was aber relativ wenig ist. Eigentlich ist die Strecke cool. Eigentlich ist die Strecke cool, aber rückwärts nicht so extrem cool. Also nur solide 6 Punkte. Ich werde wirklich mal eine Tabelle machen und das dann entsprechend auch dann im vorletzten Video dann hier posten. Ja, so machen wir das, glaube ich. Hier so, jo, ja, schafft. Keine Ahnung, was ich jetzt laber, aber. Ja, so ist das halt, ne? Aber je nachdem, welches Auto man hat, vielleicht, wenn man ein super gutes Auto hat, wie das hier, also ich finde eigentlich NSX super schön zu fahren, macht die Strecke auch eigentlich rückwärts Spaß, aber immer noch der Meinung, nee. Lieber vorwärts fahren. So, leider können wir über das Rennen jetzt auch nicht viel reden. Und das Auto haben wir auch schon gesehen und die Strecke haben wir auch schon gesehen, also gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten über die Strecke und über das Rennen allgemein. Deswegen wieder ein Real-Life-Thema müssen wir wieder ausdenken. Worüber sollen wir denn noch reden? Über Rollenspiele vielleicht? Keine Ahnung, das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Ich spiele ja nicht nur Rennspiele, ich spiele auch verdammt gerne auch andere Spiele. Also ich bin zwar, also ich zocke eigentlich 70% Rennspiele, aber auch die 30% ist eigentlich Multikulti, also ich spiele eigentlich alles Mögliche. Aber ich liebe verdammt nochmal Rollenspiele. Rollenspiele sind schon extrem geile Sachen, richtig geile Spiele und mein absolutes Lieblingsspiel. Sogar besser als Gran Turismo, was extrem krass ist, finde ich. Mein absolutes Lieblingsspiel, Final Fantasy X. Über Final Fantasy X kann ich eigentlich 2 Stunden nur schwärmen. Aber das mache ich lieber nicht, weil ich ja halt bei Erklären mega schlecht bin und ich halt mich nicht so gut ausdrucken kann wie manche Experten, die halt Artikel schreiben oder so, ich weiß nicht, Review-Artikel und so, aber was ich nur eins sagen kann, die Story von Final Fantasy X, wunderschön. Ich möchte jetzt auch nicht viel darüber reden, weil ich glaube, die meisten meiner Zuschauer, ich glaube sogar alle aktuell jetzt, ne, interessieren sich nicht für Rollenspiele, deswegen halte ich mich kurz. Final Fantasy X, also wenn ihr Bock habt, irgendwie was Neues auszuprobieren, nicht die ganze Zeit nur Rennspiele zu zocken oder irgendwie Call of Duty oder so, probiert mal Final Fantasy X aus. Gibt's jetzt eigentlich für jede Konsole, für PS3, für PS4, Xbox One, für PC, für die Switch. Ja, das waren, glaube ich, alle Konsolen, alle Plattformen. Könnt ihr eigentlich überall kaufen, jetzt aktuell. War damals ein PS2-Exklusivspiel und meine Fresse, das Spiel sieht auch wunderschön aus. Die Story. Ich möchte jetzt nicht viel über die Story erzählen. Was cool ist, einfach nur, also der Hauptcharakter, also Tidus, der, wird 1000 Jahre in Zukunft gereist. Also der reist 1000 Jahre in Zukunft, wieso auch immer. Das erzähle ich jetzt nicht, wieso. Und die ganze Umgebung, das hat sich alles verändert, ne? Ich meine, sieht alles anders aus und er muss erstmal wissen, was los war. Findet neue Freunde. Und das Coole ist, man kann sich wirklich richtig gut hineinversetzen, weil sowohl der Spieler als auch der Charakter, die wissen einfach gar nicht, was passiert ist, was in den letzten 1000 Jahren passiert ist. Und dementsprechend fühlt sich das Spiel so cool an, weil, ne, du bist der Charakter, du bist wirklich der Charakter. Du spielst sozusagen wirklich... wie soll man es am besten erklären? Ja, jedenfalls, ne, du bist der Charakter, nicht Tidus, sondern du bist der Charakter. Ja. Und die Story auch mega dramatisch. Ich bin so einer, ich mag so dramatische Sachen. Ich gucke sehr gerne Scrubs, weil es lustig ist und weil es immer gegen Ende der Folge richtig herzerreißend ist. Und ich bin so einer, ich mag sehr gerne Dramasachen. Ich bin halt schon Drama-Queen. Ne? Würde ich euch wärmstens empfehlen, ganz ehrlich. Und ich bin wirklich am Überlegen. Ich weiß, ich möchte jetzt nicht viel ankündigen oder so, aber ich muss mir aber überlegen,
ob ich zu Final Fantasy X was mache, weil das ist ja mit Abstand mein Lieblingsspiel. Gran Turismo ist meine Lieblingsreihe, also Final Fantasy ist jetzt nicht meine Lieblingsreihe, sondern Gran Turismo, aber Final Fantasy X ist mein absolutes Lieblingsspiel, so, ne? Und wenn ich zu meiner Lieblingsreihe mal so einen Let's Play-Marathon mache, dann kann ich auch zu meinem Lieblingsspiel auch ein Let's Play machen, oder? Und ich kenne das Spiel in- und auswendig. Und ich kenne da so vieles. Ich kenne alles eigentlich. Ich habe das Spiel 30 Mal durchgezockt oder so. Joa. Da könnt ihr auch gerne... Oh mein Gott, ich habe das schon heute, glaube ich, in den letzten 3 Parts oder 4 Parts habe ich das gesagt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Ein Final Fantasy X Let's Play. Keine Ahnung, ob es euch interessiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich der richtige Typ dafür auch bin, um sowas zu Let's Playen. Ne? Ja. Müsst ihr dann vielleicht entscheiden sogar. Oder vielleicht würde ich einfach einen zweiten Kanal erstellen, wo ich halt dann, also auf diesem Kanal nur Rennspiele und auf einem anderen Kanal dann Rollenspiele und andere Spiele, aber ich bin eigentlich kein Fan von sowas, so 2 Kanäle extra zu erstellen. Wenn dann ein Kanal, warum einen zweiten Kanal machen? Ja. Mehr kann ich zu Final Fantasy X eigentlich nicht sagen. Möchte ich auch nicht, weil das ist ja ein... Aktuell spielen wir ein Rennspiel und Rollenspiele hat ja eigentlich nichts zu suchen. Wollte ich aber euch nur kurz so über mich was sagen. Ne, man merkt, ich bin sehr egoistisch und sehr selbstverliebt. Ne, bin ich eigentlich... Also, ja, selbstverliebt bin ich nicht, auf jeden Fall nicht. Ich finde mich halt nicht so toll. Und ich denke auch sehr, sehr negativ. Aber es geht hier um Gran Turismo, um die Spielerei. Also deswegen müssen wir eigentlich die ganze Zeit nur über Gran Turismo reden, aber... Ja, wir sind jetzt so in der Phase gekommen, wo die Rennen halt jetzt eigentlich fast schon Nebensache sind. Ich möchte einfach das Spiel jetzt durch haben. Ich bin auch froh, dass wir bald hier durch sind. Nicht, weil es nicht Spaß macht, sondern mal was Neues endlich sehen. Ich meine, das machen wir schon seit fast 4 Monaten, naja, und es ist schon eine lange Zeit, ne? Ich überlege gerade, wie viele Stunden haben wir jetzt gezockt insgesamt in 4 Monaten? Ich meine locker 70 oder 80 Stunden jetzt, ne? Das ist schon heftig, das ist echt heftig. So! Und zack, die Bohne. Auch das Rennen haben wir erfolgreich gewonnen. Oh Wunder, oh Wunder. So, wir haben jetzt 17 Minuten. Wir können 2 Rennen fahren, glaube ich. Geil. Ja, und wie gesagt, die nächste Strecke... Monaco ist eine richtige Formel 1 Strecke, würde ich sogar jetzt sagen. Deswegen fahren wir auch mit dem Formel 1 Auto wieder. Mit unserem Polyphony 001. Obwohl, wir sind doch schon mit dem Polyphony 01 die ganze Zeit gefahren. Ja komm, dann nehmen wir Polyphony 02. Sind wir noch gar nicht gefahren auf der Strecke. So. Let's go. Nee. Hier wollte ich rein. Wir haben letztens ein Rot genommen. Und dann nehmen wir jetzt mal... Ja, ich glaube, im Wagen haben wir auch ein Weiß. Deswegen hier einen schönen Polyphony Lila. Das ist doch Lila, oder? Ja, das ist ein Polyphony Lila. Sieht schön aus. Eigentlich ein wirklich schöner Wagen. So, Monaco. Was kann man über Monaco Schönes sagen? Also, hier sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich mag die Strecke. Aber, wie soll ich das am besten erklären? Ich mag die Strecke generell so. Ich finde aber die Strecke in Gran Turismo nicht so toll. Nicht, weil die Strecke irgendwie blöd modelliert ist oder blöd modelliert ist oder nicht schön aussieht, sondern ich finde, die Fahrphysik ist hier nicht gut. Warum? Ich habe schon so häufig gesagt, ich finde, dass die Fahrphysik von Gran Turismo 3 sehr einfach gehalten ist. Wirklich unglaublich einfach gehalten. Ich glaube, sogar ein Vierjähriger würde sich hier nicht drehen. Zwar hat die vielleicht die ganze Zeit gegen die Bande fahren oder so, aber hier ist eigentlich gar nicht möglich, hier sich zu drehen und so weiter. Ne? Also ein Wheelspin und aber zack, ja, hast das Auto verloren. Das gibt's hier nicht. Das ist in Gran Turismo 3 unmöglich. Und vor allem, wie wir jetzt fahren mit Traktionskontrolle, auch ohne Traktionskontrolle. Ja, okay, auf der Strecke vielleicht schon, aber... Da brauchst du wirklich ein Auto, das mega viel Wheelspin hat. Was ich jetzt damit sagen möchte. Ich finde, hier fährt sich das nicht so flüssig. Der Wagen ist so schwergängig ein bisschen. Ne? Also man kann
man kann nicht präzise fahren. Das kann man bei 4 besser und bei 5 und 6 erst recht. Deswegen finde ich bei 5 und 6, also ja, vor allem 5 und 6, machen die Rennen hier mega Spaß, wenn man mit Lenkrad auch noch spielt. Meine Güte, ich kann mich da an so vielen Online-Rennen erinnern, das war einfach geil. Die Rennen haben wirklich Rolli gemacht. So, und jetzt, was ich sagen möchte, ich finde optisch sieht die Strecke gut aus, vor allem 2001-Verhältnisse. So sieht man sieht sofort, man erkennt sofort nach einer Sekunde schon hier, sagt man sofort, ja, ist Monaco, kennt jeder. Sogar auch diejenigen, die sich überhaupt nicht über Motorsport auskennen, die würden sagen, ja, das ist Monaco eindeutig. Ja, also hier hat Polyphony alles richtig gemacht, die Strecke sieht wirklich Monaco-mäßig aus. Ja, und über die Strecke selbst kann ich jetzt auch nicht viel sagen, weil es eine echte Strecke ist, also keine erfundene Strecke von Polyphony, also kann eigentlich Polyphony nichts für, dass wenn die Strecke scheiße ist, dann ist sie halt scheiße, aber das liegt nicht an Polyphony, sondern das liegt an der Strecke generell so halt, ne? Ja, okay, aber dafür kann trotzdem was Polyphony, weil die bestimmen ja, welche Strecken halt hier in Gran Turismo 3 vorkommen. Aber ist jetzt auch egal, ich möchte jetzt über die Strecke generell sagen, ich bin ein Fan von der Strecke, ich mag die Strecke, macht richtig Spaß zu fahren. In Gran Turismo 3 nicht so, ne? Und da ich ja die Strecke Gran Turismo 3 spezifisch bewerte, will ich jetzt hier sagen, auch sogar eine 7 Punkte? Ja, 7,5 Punkte würde ich jetzt sagen. Ne? Macht mehr Spaß als Seattle Circuit. Macht mehr Spaß als Seattle Circuit auf jeden Fall. Mehr Spaß als Rom. Ich würde sogar fast sagen, 8 Punkte vielleicht. Macht sogar, finde ich, mehr Spaß als Special Stage 11. Also, ja, 7,75 Punkte vielleicht oder 8 sogar. Nee, ich übertreibe jetzt nicht. Ich sage jetzt 7,75, ja. Aber Gran Turismo 3 Bewertung. Ja? Also, ich möchte jetzt nicht spoilern. Ich werde das bestimmt auch in Gran Turismo 4 oder Gran Turismo 5 oder 6 auch machen, diese Bewertung. Gegen Ende, wenn wir bei den Let's Play durch sind. Da würde ich sogar sagen, hier fahre ich unglaublich gerne. Also, mindestens 8,5. Bei Gran Turismo 5 mindestens 8,5 oder sogar 9 Punkte. Ich bin ein Fan von der Strecke. So, genug geschwärmt. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über die Strecke schwärmen. Ist eine unglaublich coole Strecke. Und wir sind zu schnell, aber ist ja klar. Ich finde es ein bisschen blöd, dass hier die KIs auch die KIs hier halt keine Polyphony-Autos sind, sondern halt, ne, normale Autos. Also, ist eigentlich voll cheaten, ne? Eigentlich sollten wir nicht die Berechtigung haben, hier das Rennen abzuschließen, ne? Ich meine, man muss wirklich, wenn man Arcade-Mode zockt, dann muss man eigentlich schon mit den Autos fahren, mit denen man auch fahren kann aktuell, die man freigeschaltet hat oder die man hat allgemein. Und nicht über die Garage, aber wenn Polyphony oder wenn Gran Turismo 3 das halt so erlaubt, dass man auch mit seiner Garage die Rennen beenden kann und auch sogar abschließen kann, dann ja, why not, ne? Why not? Dann machen wir das auch, ne? So. Noch eine Runde, vielleicht überrunden tun wir nicht. Ne, überrunden, ne, geht nicht. Wow. Ich überlege jetzt gerade, das ist glaube ich sogar der drittletzte Part, wenn ich jetzt so überlege, weil wir fahren jetzt noch ein Rennen. Es sind noch 5 Rennen, die wir fahren müssen. Und ich glaube, der nächste Part wird ein bisschen wieder länger sein, weil ja, ich möchte eigentlich 30 Minuten Parts machen. Aber das lohnt sich dann eigentlich nicht. Da 30 Minuten aufziehen, dann müssten wir noch ein Rennen eigentlich fahren. Von daher ist das wirklich der drittletzte Part schon wahrscheinlich. Aber der letzte Part, das werde ich zeige ich schon mal. Da werde ich alle Zeitrennen in einen Part packen. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie splitten oder so. Ich möchte das irgendwie jetzt nicht irgendwie zu lang machen. Na, also deswegen, das ist der letzte Part über, ein Einzelrennen-Part jetzt eigentlich mal. Also, ja, und wir sind schon bald durch. Oh mein Gott, ich realisiere erst jetzt, dass wir schon bald durch sind, ey. Oh mein Gott, wir haben bald die 100%-Marke erreicht und 100% habe ich noch nie in Gran Turismo 3 geschafft. Ich habe erstmal gedacht, dass ich das 100% schon mal geschafft habe. Aber ich habe nochmal mit meinem Vater darüber gesprochen. Er kann sich auch daran erinnern, dass wir super weit gekommen sind. Wir haben im GT-Modus auch alles durch.
Wir haben aber nicht die Lizenzprüfung alle Gold bestanden, aber das ist auch nicht wichtig für 100%. Da reicht es auch aus, alles Bronze zu schaffen. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen und er ist sich sicher und ich bin jetzt auch sicher. Wir haben das Spiel zu 99,8% geschafft, weil wir müssen ja noch die Zeitrennen machen und ich kann mich an das letzte Zeitrennen erinnern. Das konnten wir nicht schaffen. Also Zeitrennen ist so ähnlich wie die Lizenzprüfung. Wir müssen die Zeiten unterbieten. Wir müssen eine komplette Runde fahren. Und das sind halt, wie gesagt, 10 Rennen. Also das hier. Ich möchte aber jetzt nicht zeigen, was genau wir da fahren. Und ja. Naja. So, was kommt denn jetzt? Ah, das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Special Stage Route 5. Nass. Okay, cool. Das können wir gerne machen. Oh, und wir können auch die normale Autos nehmen. Das ist ja cool. Wir haben aber vielleicht ein neues Rennauto. Jawoll. Wir haben zwei sogar hier. Geil. Gut, dann nehmen wir mal das hier zuerst, ja. Ich hoffe, wir fahren mit 6 gegen 5 Autos, aber. Nee, 4 Autos. Okay, das sehe ich ja zum ersten Mal auch. Weil ich kann mich erinnern, hier gibt es ja Rallye-Rennen. In Rallye-Liga kann man hier auch fahren. Oh ja, wir fahren ja ohne Traktionskontrolle. Oh mein Gott, das wird ein richtig heftiges Rennen vielleicht sogar. Und ich sehe da ein 787B. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist ja eine coole Sache. Jetzt habe ich total vergessen, dass wir hier die Strecke auch rückwärts fahren. Ja, geil. Und ich merke gerade, ich glaube, wir müssen. Haben wir. Ist das jetzt die letzte Ebene hier? Also der letzte Bereich? Oder müssen wir noch einen Bereich freischalten? Ich meine, das ist der letzte Bereich, oder? Oder täusche ich mich jetzt total? Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, wir müssen noch 12 Rennen fahren. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Vielleicht müssen wir. Ist das nicht der dritte letzte Part? Das ist der vierte letzte Part vielleicht. Ja, ich glaube, das ist sogar der vierte letzte Part. Egal. Wir fahren jetzt nochmal das Rennen zu Ende. Wow, das ist ja cool. Also nur wenn die Strecke nass ist und man keine Traktionskontrolle anhat, da kann man sich noch drehen hier. Das ist doch, glaube ich, möglich. Wie jetzt hier in dem Fall. Das ist, glaube ich, die schwierigste Bedienung hier im Spiel. Aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht, weil das Auto kann man super locker flockig abfangen, wenn es einen Versteher macht. Also von da alles easy peasy. Mit dem Wagen sind wir übrigens auch gar nicht gefahren. Ja. Ist schön, der Wagen. Auch ikonisch fast schon. Also Gran Turismo 2 zumindest. Zusammen mit dem GT1 eigentlich ein Traumwagen, Gran Turismo 2. Und auch hier in Gran Turismo 3 eigentlich auch ein schöner Wagen. Wir haben das Roadcar von dem Wagen. Das Roadcar und das Roadcar ist aber echt, um ehrlich zu sein, super langsam. Es ist wirklich super langsam. Es sieht von außen mega, mega nice aus. Mega schneller eigentlich, würde man denken. Aber ich glaube, Höchstgeschwindigkeit nicht mal 250 km/h. Hat zwar mega viel Antriebsdruck, das weiß ich noch. Aber dafür ist die Höchstgeschwindigkeit super schlecht. Und auch die Beschleunigung. Ich glaube, die KIs haben ja auch Probleme hier mitzuhalten. Ja, wir haben eindeutig Probleme. Wow, aber macht schon echt Laune zu fahren, so. Es ist wirklich sehr angenehm zu fahren, sehr, sehr angenehm. Man muss ja ein bisschen aufpassen, ein bisschen nur. Aber auch hier, ja, habe ich schon häufig schon oft gesagt, auch hier unglaublich schön zu fahren. So, über die Strecke muss ich ja nicht mal wieder reden. Ich meine, ist ja, also die Bewertung bleibt sowieso gleich. Also vielleicht die Variante macht schon mehr Spaß, finde ich. Da würde ich sogar 0,25 Punkte mehr geben, also dann statt 7,25 Punkte oder so, ja. Oh mein Gott, wie ich das bewerte, ey. Ich soll, glaube ich, nicht mit Kommazahlen bewerten, aber es ist jetzt zu spät. Ist jetzt zu spät. Ist schon zu spät. Ist mir egal. Oh, was auch richtig geil wäre, eigentlich Special Stage 11. Auch nass.
Jo, das wäre ja auch richtig geil eigentlich. Warum haben die das nicht gemacht? Und was ich auch mega nice finde, die Spiegelung hier. Das ist nicht, zwar nicht Raytracing, Raytracing-Niveau, aber ist, die Spiegelung wird doch sogar ein bisschen simuliert, ne? Je nachdem, wie, wo man steht, wird die Spiegelung auch richtig dargestellt. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Ich wollte null sagen, aber ist cool. So. Oh, da kam Funken raus, okay. Aber allgemein, die Spiegelung allgemein, nicht nur auf Asphalt, sondern auch das Auto, die Spiegelung vom Auto, das, die sieht auch wirklich gut aus. Vor allem, wenn man hier zum Beispiel Midwinged Raceway einen Tunnel entlang fährt, dann wird auch dann die Beleuchtung richtig geil ja, gespiegelt oder ja, ne? Und das sieht, finde ich, echt gut aus. Und ich glaube, besser kann man es auch nicht darstellen, wie hier in Gran Turismo 3. Ja, vielleicht bestimmt die Auflösung ein bisschen schöner, hübscher machen, aber das größte Problem bei Gran Turismo Sport auch aktuell ist, die Spiegelung, die läuft nicht auf 60 FPS, sondern auf 30 FPS, auf 30. Und auch mega, mega, mega verpixelt. Ich glaube, sogar hier sieht die Spiegelung besser aus als im Gran Turismo Sport fast schon. Ja, ist wirklich so. So, die letzte Runde für heute. Wir müssen sofort nachschauen, wie viele Rennen wir noch fahren müssen. Ich dachte, wir müssen nur noch 5 Rennen fahren jetzt. Nach diesem Rennen hier, aber ich habe mich da, glaube ich, verrechnet oder so. Schauen wir aber sofort nach dem Rennen. Alter, wir haben so viel Vorsprung. Also die KI sind ja deutlich langsam, aber so 787B ist, glaube ich, sogar schneller als unser Nissan hier. Ja, sollte eigentlich schneller sein. Aber ja, die KI ist, also ich glaube auch hier das gleiche Problem wie auf Rallye-Strecken. Ich habe Polyphony wahrscheinlich nicht so viel Zeit investiert für die Optimierung, wie die KI hier fahren soll. Die hatten entweder keine Zeit oder auch keine Motivation, das war ich so ganz so machen. Aber ich vermute mal also die hatten einfach keine Zeit. Die wollten das Spiel eigentlich, ich glaube sogar auch zum Release rausbringen von der PS3, also als Launch Game. Haben die aber leider nicht geschafft und das auch richtig krass zeitverzögert, ne? Die PS2 kam ja in Japan zumindest Ende 99 raus. Und 99 kam ja bei uns Gran Turismo 2 raus, ne? Also die hatten da wirklich Probleme gehabt. Mit der Zeit jetzt. Oh, ich wollte das eigentlich nicht nochmal sagen. Egal. Wir gucken jetzt mal unter Bonusobjekte. Wie viele Rennen müssen wir noch fahren? Also. Ja! Noch die. 1, 2, 3. Oh mein Gott, das sind 5 Rennen noch. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Okay. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Okay, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten, vorletzten Part zu Gran Turismo 3. Bis dann. Ciao, ciao.